Ja. Egal. Ich sollte auch mal für jemanden den Sauger auf unterer Stufe machen. Das kann ich auch mal machen. Das ist kein Problem. Hier, dreifacher Super. Was macht Supersauger? Ach, nice. Ja, kann man auch mal machen, die Fähigkeit. Reißt halt mega schnell Gegner in Stücke. Oh, der ist gar nicht mehr in Range vom Affendorf. Sehr ärgerlich. Da muss ich woanders hinsetzen, gleich die anderen Sauger. Der reißt die mega schnell zusammen und da kommen wir ja zack. Oh, ich habe die Fähigkeit gerade benutzt. Hier, der hält sie die ganze Zeit fest. 8 Sekunden lang halt. Und die werden halt die ganze Zeit geschreddert. Auch ziemlich stark. Mobsauger. Hier ist der super breite Trichter wieder für den nächsten Mob. Und ich denke, das ist einfach mal GG. Das ist gegessen. Na, schauen wir. Nächste Runde könnte vielleicht noch ein bisschen problematisch werden. 63. Runde. Mal gucken. Aber die werden ja alle eingesaugt. Das ist ja kein Problem. Das ist ja. Die werden natürlich noch eingesaugt und wieder ausgespuckt. Und werden dann natürlich doch mal durch die Blumenfallen gesaugt. Und durch die Blumenfallen geschmissen. Ja. So, da kommen wieder welche und wieder welche und ja, die kommen eigentlich gar nicht so einfach durch. Kommen sie durch? Eigentlich sollten sie nicht durchkommen, wollte ich schon sagen. Das ist einfach nur eine hohe Masse gewesen, aber. Dann werden wir sie gleich mal alle einsaugen, ne? Alle ansaugen, damit sie bei uns bleiben. Hier, guck mal, ihr seht da schon den Skill, der die alle ansaugt. Brauchen wir ein paar mehr Affenpioniere, habe ich das Gefühl. So, hier haben wir noch einen. Zack, zack, zack. So, hier können wir schon auch noch irgendwann hinsetzen. Gleich. Ah, hier vorne, guck mal. Ah, verdammt. Diese ganzen Scheißtürme. So, haben wir noch ein paar mehr hier. Immer schön alles kaputt machen. Ja, einsaugen, kaputt machen. Blumenfalle, Blumenfalle ohne Ende. Und die werden natürlich auch hier unten weiter hingesetzt. Ist auch super. Falls noch mal welche durchkommen sollten, werden sie da hinten auch noch eingesaugt. Aber ich kriege ja so viel Geld, ist ja unglaublich. Nächste Blumenfalle voll. Nächste voll, nächste voll. Ja. Können wir hier gleich mal Nagelminen machen. Sollte da mal einer durchkommen. Ich kann mir alles leisten, ist ja kein Problem. Bin der Krösus hier in dem Level. Das ist so krank. Gerade wenn die auch ausgespuckt werden, dass die dann auch noch alle in die Fallen reinfliegen. So heftig. Vor allem wie viel, ich will gar nicht wissen, wie viel Türme und so weiter hier stehen, was die eine Popkraft hier haben. Da kommt ja wirklich gar nichts durch. Ich werde aber bis zur Runde 85 noch ein paar Moab-Sauger bauen müssen. Oh, gerade wo ich den hinsetzen wollte. Das ist halt der Nachteil, wenn man hier die ganzen komischen Auto-Tower hat. Die nerven einfach. Die nerven einfach. 40.000 Gold. Gönnt man sich ja sonst nichts Feines. Aber man merkt schon, man kriegt nicht mehr ganz so viel Geld. Es braucht mega viele Bloons, bevor die Fallen voll sind. Oder halt Moab. Falle, 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 Falle. Einfach mal, keine Ahnung, 10.000, 15.000 allein durch die Fallen in dieser Runde bekommen. Wie OP kann eine Fähigkeit sein? Erklärt's mir. Wir brauchen einfach mehr Sauger. Oh, da war noch einer. Ah, der ist aber nicht mehr in der Range drin gewesen, ist aber egal. Ist auch nicht so schlimm, wenn sie nicht mehr in der Range drin sind. Who cares? So, hier kommen Fallen wieder ausleeren. Haben wir trotzdem eine hohe Range, um hier alles wirklich einzusaugen. Man kann auch schneller machen, ist auch kein Thema. Die kriege ich ja trotzdem gebaut, die Dinger. Money! So, die 6-7 Sauger stehen hier rum. Nächste Blumenfalle voll, nächsten Blumenfallen voll. Ja!
So viel Geld kann man gar nicht ausgeben, wie viel man hier hat. So, was mein Mauscursor. Da ist er. Geil. 76. Runde, ganz viele Regrooves. Keramik-Regrooves. Her damit. Her damit. Komm. Füll die Blumenfallen. Ja. Alles klar, Geldmaschine. So, was baue ich denn jetzt noch Schönes? Ich weiß es nicht. Noch ein paar mehr Nagelfabriken. Falls mal was durchkommen sollte. So wie jetzt vielleicht zum Beispiel. Ach, nicht mal ansatzweise. Noch eine. Na, wollen wir uns noch eine leisten? Klar, oder? Man gönnt sich ja sonst nichts Feines. Oh Mann, ist das einfach. Er hat auch schon 10.580 Popcorns hier, die Affendorf. 10.582. Ich habe ja eigentlich keine Sorge mehr, dass hier irgendwas durchkommt. Ich glaube, durch die Nagelminen kommt ja auch nicht mehr so einer leicht durch. Würde ich ja mal testen gerne, aber irgendwie kommt da keiner hinter, glaube ich. Oh, da sind ganz, ganz viele Herzen. Nice. Werden alle eingesaugt und alle zerstört. Gerade diese Türme, ne, haben ja auch mega die Popkraft von den Affenpionieren. Das ist ja auch nicht zu missachten. Ich glaube, acht Balloons mit einem Schuss? Ich glaube schon. Alter, ich habe schon wieder 50.000 Gold. Tja, wenn Geld machen echt auch so leicht wäre, ne? 55.000, 57, 58, 60, 62.000. Ja, ist klar. Wir können ja hier unten noch ein paar welche hinsetzen. Ne, das hier wollte ich hinsetzen. Ganz in Ruhe mal die Nagelfabriken hier hinsetzen. Falls da wirklich mal einer durchkommen sollte, haben wir hier schon mal die erste Hürde. Ja, mit der Kohle. Ja, so kriegt man eigentlich jedes Game relativ easy durch. Einfach die ganze Zeit Affenpioniere. Und da kann man sich sonst was endlos viel hinbauen, was man möchte. Ihr seht, wie das Geld hochgeht und hochgeht und hochgeht. Und da unten die einfach mal an den Nagelminen platzen. Die kommen, ja doch, die kommen ein Stück weiter. Die kommen ein Stück weiter, aber werden, ne, kommen nicht mal durch. Die kommen zwar ein Stück weiter, aber die kommen dann nicht durch. Ja, wie viel haben sie geplatzt? 1200, 1500. Nice. 83. Runde. Wie viel haben denn Dings denn überhaupt schon geplatzt, meine Affen? Hier, 66, 67.000. Alter, ist das krass. Ja, die erste Hürde da, die ersten Nagelminen, da scheitern sie auch schon. Also, das ist auch nicht gerade ganz so einfach für die Gegner. Und dabei haben wir ja gerade nur drei hingesetzt. Ja, kommen hier nochmal zwei Stück hin. Ah, vielleicht sogar drei. Kostet ja gar nicht so viel. Ah, da fehlt noch ein bisschen was an Geld. Egal, die 7.000 kriege ich gleich hin. Da sind sie auch schon, meine 7.000, die ich noch gebraucht hatte. Jo. Und damit würde ich sagen, war es das doch schon gleich gewesen, ne? Das ist ja nur noch eine Runde bis zu den Sommer. Da kann man sogar gleich noch ein paar Sauger hinsetzen. Durchaus keine schlechte Idee. Da kommt zwar eine ganze Menge durch, ja, ihr seht schon hier unten. Aber das ist trotzdem kein Thema. Oh, hier nehmen wir noch ein bisschen Geld mit, dann kann man nämlich gleich die Dings damit bezahlen. Die Sauger, da ist der super breite Trichter. Da ist er. So, und die werden jetzt halt die ganze Zeit im Stunlock gehalten. Ich kann jetzt hier bei dreifach Rohr, gut, das bringt mir jetzt nicht mehr so viel. Die Fähigkeit bezieht sich halt nur auf normale Blut und nicht auf die Zeppeline. So, und trotzdem kommen die BFBs nicht weit. Ja, ich kann hier mal ein bisschen noch fallen lernen und so. Aber das bringt trotzdem nicht so viel, würde ich sagen. Wir machen die auch so kaputt, Alter. Easy going. Schade, dass man hier. Ich habe beim letzten Mal schon angemerkt, dass man hier keine Statistik hat, wie viel Geld man gesammelt hat. Insgesamt, ich glaube, ich wäre locker über 500.000 oder vielleicht sogar schon eine Million gewesen. Ja, das war die einfache Strecke auf Unplatzbar, ne? Anfänger-Map-Parkweg. Easy going. Nice, nice. So, beim nächsten Mal ist die Eisfläche am Start. Da passen doch Eistower ganz gut dazu. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Runde machen können. Das war's gewesen mit Parkweg und Platz bei Easygoing. Wenn ihr eine Easy-Strecke haben wollt, dann Affenpioniere auf 4-2 und ihr habt gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von BTD5. Ciao!